So, hallo. Seid erstmal gegrüßt alle zu diesem außergewöhnlichen Video, was jetzt eigentlich nicht so planmäßig war. Eigentlich war das nächste Magdeburg. Ich begrüße euch erstmal. Wir sind jetzt fast bei 400 Abonnenten. Ist Wahnsinn. Obwohl jetzt erst 152 Tage der Waldhofkanal besteht, mehr oder weniger. Ne? 2,5 habe ich mal errechnet. Kommen neu pro Tag dazu, die sich für den Waldhof und für die blau-schwarze Sache interessieren. Ich begrüße Schnokretzer, ne? Der hat auch einen eigenen Kanal. Wer sich für Outdoor-Tracking und Bilder, schöne Bilder, Natur interessiert, ist bei dem auch richtig. Kann mal durchgucken. Ein Christian Eisner beispielsweise, Oliver Herold, Yves Schenker und auch ein altbekannter Robert Rath, ne? Auch jemand, den man auf dem Waldhof kennt. Herzlich willkommen alle hierher. Und Harry, danke für deine tollen Kommentare zu der ganzen Sache. Wir sind inzwischen bei 52.000 blau-schwarze Klicks, ne? Wie gesagt, Abonnenten nehmen immer exponentiell zu. Ist eine gute Kiste. Warum ich dieses Video mache, ist ganz einfach. Ich hatte ein Video gemacht, in dem ich nicht einen Teil von dem Spiel gedeckt habe, dann aber mich auch sehr massiv beschwert habe über einige Sachen, die mir sehr missfallen sind an dem Spieltag. Ich hatte nicht gedacht, dass das Video so hohe Wellen schlägt und an die Stellen kommt, wo es gekommen ist. Aber anscheinend hat das Internet wohl doch die Macht, sich in die höchsten Stellen einzuschleichen. Ne? Auf jeden Fall habe ich gestern Abend um 7 zwei Anrufe bekommen, worauf ich ihn auch zurückgerufen habe natürlich. Und hatte da dann einen hohen Verantwortlichen des SV Waldhof dran, der sich mit mir oder mit dem ich mich dann mal über das Video unterhalten muss. Oder unterhalten habe. Ne? Ich sage jetzt gleich vorneweg dazu, das Video mache ich von mir aus. Mich hat keiner gezwungen dazu. Ich bin da nicht rechtlich irgendwie in die Knie gezwungen worden. Es ist gar nichts. Es war ein absolut konstruktives Gespräch, in dem es rein um die Probleme ging, die ich persönlich gehabt habe und wie diese gelöst wäre können. Ne? Und dazu komme ich ja auch nochmal dann später. Ne? Zu der einen Sache, das war das Rolli-Issue. Ne? Das ist noch nicht ganz geklärt zu meiner Zufriedenheit, weil man muss halt schauen. Meine Argumentation war einfach, es sollte so sein, dass diese Leute um 1 Uhr da abgeholt werden. Das ist immer eine Stunde vor Spielbeginn. Bloß, ich will ja auch noch ein paar Abonnenten mal sehen. Ich will mich mal fotografieren lassen. Die, und dann will man mit den Leuten reden, will auch mal ein, zwei Worte live mit denen wechseln, nicht nur über den Chat, ne, oder was. Und deshalb brauche ich halt eine gewisse Zeit und ich versuche halt die Zeit komplett zu nutzen. Das heißt, wenn das Stadion öffnet, wollte ich halt auch rein. Ne? Und ich meine, es ist ja kein Ding, ne? Aber wenn ich dann vor einem verschlossenen Tor stehe bis um 1, ist halt nicht so. Da muss man eine Lösung finden. Ich denke, das ist eine Minute auf der Waldhof-Tagesordnung und dann ist das geklärt. So, jetzt kommen wir mal zu dem zweiten Hauptpunkt und das ist der Hauptpunkt, warum ich das Video jetzt eigentlich mache. Es geht um den Herr Marinese. Und zwar nicht Mayonnaise, sondern Marinese. Mayonnaise war rein satirisch, das war rein nur als Spaß gedacht, ne? Weil ich einfach auch diesen Namen dann jetzt nicht, weil ich war sauer in der Situation, das muss man einfach auch verstehen. Emotional verletzt die irgendwo ein Stück weit, ne? Es war vielleicht auch ein Stück weit zu persönlich. Ne? Es ist ja keine Sache zwischen den Leuten. Es ist einfach eine Sache, die ich mit dem Mann erlebt habe. Ne? Ich hätte sie ja auch gern persönlich geklärt, aber ist, realistisch gesehen kommt man an die Person überhaupt dran, wenn man sagt, so und so war das. Ne? Von daher hatte ich den Weg von YouTube halt gewählt, um mir Luft zu machen. Ne? War jetzt auch nicht böse gemeint. Ne? Ich möchte jetzt mal eins klarstellen. Ich habe den Mann als Sicherheitsbeauftragten natürlich bezeichnet. Ist er nicht. Ist vielleicht in dem Moment für mich so rübergekommen, weil der Mann mich halt Sicherheitsaufgaben übernommen hat in dem Moment, in dem er mich halt so da weggeschickt hat. Ne? Ich hatte soweit halt eher erwartet von dem Ordner oder von der Security, eventuell einer Staatsmacht. Ne? Okay. Alles klar, ne? Warum das der Pressesprecher jetzt gemacht hat. Ne? Okay, es ging auch nicht darum, dass ich nicht die Arbeit schätze von dem Mann oder dass ich damit aussagen wollte, dass der Mann seine Arbeit nicht richtig macht. Der Mann bringt 100% und steht absolut loyal zum Waldhof und ist auch ein netter Typ. Bloß ich habe diese eine Situation gehabt und die war für mich halt irgendwie scheiße. Ne? Das war halt... Ich meine, wenn man letzte Saison auch so viel Zugang gehabt hat zur Mannschaft, ne, oder beziehungsweise einem, und dann wird da irgendwie wie eine Mauer, ne, aufgebaut. Das ist, da komme ich auch nochmal ganz kurz später dazu. Ne? Das ist mit dieser Sicherheitssache, hängt das alles zusammen. Ne? Ich möchte sagen, ich hoffe, das mit dem Mayonnaise, das nehme ich sie als Spaß, genauso wie die Abonnente und die User auch genommen habe. Letztendlich ist Mayonnaise ja nichts Schlimmes, ne? Außer es macht die Leute halt zu dick, wenn man zu viel davon konsumiert. Okay,
Es war weder ein Angriff gegen sie oder gegen ihre Arbeit oder als ich wusste noch nicht mal, dass sie der Pressesprecher sind. Ich habe sie ja in dem Moment für den Sicherheitsbeauftragten gehalten. Ne? Und wie gesagt, ist auch nicht weiter schlimm. Für mich ist das Thema jetzt auch durch. Ich habe mich da ausgesprochen mit demjenigen beim SVW. Ich meine, meine Nummer liegt davor. Wenn es was zu reden gibt, dann kann man bei mir anrufen. Das ist kein Ding. Ne? Ich bin auch nur ein Mensch. Und ich wünsche dem Domenico, wie ist der Name jetzt? Ich muss, hey, Marinese, wünsche ich wirklich nur das Beste. Wirklich nur das Beste vom ganzen Herzen. Und wer was anderes glaubt, ne, als dass ich irgendeinem Verantwortlichen, der für meinen Verein arbeitet, den ich liebe seit Jahrzehnten, also, ne, der ist bescheuert, ne, der ist behindert in meiner Augen. Also von daher, man sollte jetzt keine größere Welle daraus machen, als es ist, ne. Aber ich finde, man könnte mal kurz, man hätte es anders da regeln können. Ne? Man hätte einfach mal sagen können, pass acht, euch ab der Saison so und so gelten die Regeln, wir müssen die ganz strikt einhalten, sonst kriegen wir mal Strophen. Ne? Fahr doch bitte darüber und guck, dass du überhaupt nicht mehr die Grenze, ne? Egal zu welchem Zeitpunkt. Ne? Und Dankeschön. Alle ein schönes Spiel noch. Ne? Und so, ich meine, so hätte man das auch regeln können. Ne? Von daher. Kommunikativ ist es auf jeden Fall falsch kommuniziert worden. Und das war mein einzigster Punkt an der Sache, die mich sehr geärgert hat. Und da habe ich mir halt ein bisschen Luft gemacht. Ne? Okay, die Kritik seitens des Sicherheitskonzepts bleibt. Ich hab ihm das auch gesagt, ne, der Person, mit der ich gesprochen habe. Ich wollte jetzt den Namen einfach nicht nennen, weil es jetzt einfach auch nicht wichtig ist. Es war aber jemand, sehr nettes eigentlich. Ein sehr nettes, kenne ich auch schon länger. Wir sind eigentlich auch schon lange per Du. Und es war wirklich auch ein Gespräch auf freundschaftlicher Ebene, nicht auf irgendeiner Ebene, wo gedroht worden ist oder irgendwo der Finger hochgehalten worden ist. Ne? Es sind wirklich auch beide Seiten ausreichend da gehört worden. Okay, die Kritik am Sicherheitskonzept bleibt. Ich fühle mich eingeengt. Ich fühle mich begrenzt, eingeengt und ich denke einfach, was ich damit aussagen wollte mit dem Video, ist, ich sage, mit dem Sicherheitskonzept bringt man doch regt man doch Fans eher auf oder bringt man die doch eher auf gegen sich, als dass man die beruhigt. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt so der richtige Weg ist. Ich denke, in dem Sicherheitskonzept sollten definitiv mehr Leute von den Fans oder Leute von den Fans, die wirklich auch von den Fans bestimmt werden, ne? Und nicht von dem Verein für die Fans, sondern von den Fans für den Verein. So rum. Und dass die da auch ein Mitspracherecht hätten da, ne? Und alles. Ich weiß, das war eine scheiß Kiste gegen Uerding. Man muss aber realisieren, man kann doch nicht Tausende von Menschen wegen einer Aktion von 20 Leuten oder 30 Leuten kriminalisieren. Ne, also außerdem, das liegt jetzt so lang zurück, ein ganzes Jahr. Ne, wir haben uns an alles gehalten. Ne. Vorher waren wir astrein. Ne, wir waren vorher nicht schlimmer besser oder schlechter als irgendwelche andere Vereine, die auswärts gefahren sind. Ne. Von daher, und es ist einfach irgendwie so eine Art, ne, mit der Security habe ich teilweise auch schon Horrorgeschichte gehört, ne, also ich empfehle denen Verantwortlichen, weil dieses Video, denke ich mal, wird dann hoffentlich, wenn sie das eine weiterreichen, wäre sie ja das andere auch weiterreichen. Ich denke, dass es dann auch weitergereicht wird. Ich denke, dass wäre gut, wenn die Fans ein bisschen mehr einbezahlt. Ist alles ein bisschen steril geworden, finde ich. Das Familiäre ist irgendwie flöten gegangen. Okay, ist wie gesagt nur meine Auffassung, aber wie gesagt, ich tue den beteiligten Kameraden vielleicht am Zupall zu den Videos vielleicht auch mal ein paar Kommentare sich anzuhören, weil die sind nicht blöd. Das sind keine dumme Leute, die hier Kommentare schreiben. Das sind richtig intelligente Leute, die eine Meinung haben und die das auch dementsprechend im Wort und Schrift rüberbringen können, ihre Sache. Ne? Und man soll doch auch auf die Fans hören mit einem Ohr. Ne? Weil irgendwann fühlen wir uns sonst zurückgelassen. So viel zu dem Sicherheitskonzept. Ne? Zu den Videos und Aufnahmen, offen gesagt, verstehe ich natürlich. Ich möchte noch sagen dazu, zu diesem Zeitpunkt, wo das passiert ist da mit dem Herr Marinese, ganz kurz noch, ich war zu diesem Zeitpunkt an einem Punkt, an dem ich hätte nicht sein dürfen. Ich habe das jetzt nicht so realisiert, weil es war wirklich 1,5 Stunden vorm Spiel, da war keiner da, außer der Herr Marinese, dann war da jemand auf der Bank guckt, dann war einer, der hat ein Gras gerupt und der Sprinkler hat vor sich hingearbeitet, aber mehr war nicht da, es waren noch nicht mal Zuschauer irgendwie da, ne, also von daher, ne, okay, es war, wenn es jetzt kurz vorm Spiel gewesen wäre oder die Mannschaft hätte sich gerade aufgewärmt, dann hätte ich das ja alles ein bisschen nach, okay, aber ganz klar, der Fehler liegt bei mir. Ich war an einem Ort, an dem ich nicht jetzt sein sollte. Dafür entschuldige ich mich.
Ich werde mich auch an die Regeln halten. Ich werde jetzt in meiner Box bleiben, an meiner Grenze, wo mir das dazu gedacht ist. Jetzt, wo ich das weiß, ne? Jetzt noch kurz zu den Videoaufnahmen. Das ist, ich habe das auch diskutiert mit demjenigen. Das ist so eine juristische Haarspalterei. Ganz ehrlich. Aufnahmen vom Innenraum sind verboten, wiederum von außen kann man nichts dagegen machen von der Tribüne. Und wenn sie dann hochgeladen werden, gibt es auch keine Probleme. Ich selber kann aber nichts tun. Ne? Gut, mein Argument in der ganzen Kiste war halt, dass ich mich wirklich nur für die Choreo interessiere und nicht für Spielszenen oder irgendwas. Wiederum das Gegenargument war halt, dass diese Choreo ins Spiel reinläuft, was ich auch verstehe. Sobald ich Mannschaften das Spielfeld betrete, beginnt das Spiel. Und dann ist es laut den Regeln zu unterlassen. Ganz einfach. Okay, das habe ich jetzt auch soweit verstanden. Ich werde es auch unterlassen. Ich werde keine Szene mehr filmen im Stadion. Noch außerhalb vom Stadion. Ich werde meine Sendung jetzt von Haus aus machen, einfach. Ich habe meine 500 Abonnenten oder Zuschauer, die da immer zugucken, die haben Spaß an der Kiste. Ich kann damit leben. Ich kann damit leben. Wer nicht, ist mir eigentlich auch egal. Wie gesagt, allerdings, was ich dazu sage, ist, letztes Jahr war so eine Nähe zur Mannschaft und jetzt, das ist halt hart zu verstehen jetzt. Warum solche Leute, auch diese anderen Kanäle, die viel für Waldhof machen und viel für die dafür Leute reinzuholen oder Leute zu begeistern für den Verein oder dem Verein positiv nach draußen, warum diese Leute nicht gebündelt werden in einem Social Media Bereich oder Teil und wo man da ein bisschen dann auch die Aufnahmen, mein Gott, als 8 oder 9 oder 10 Verwerter, scheiß drauf, die verwerten, das wird ja zerstückelt wie Schaschlik, ne, die Rechte da. Und also ich sag, wenn ein gewisser Wille da gewesen wäre, wäre vielleicht auch eine kleine Möglichkeit gewesen. Ich meine, ich will, dass wir den Bauchnabel vom Dennis Franzin nämlich sehen und halb in die Badewanne springen könnte in der Kabine, wie bei der Aufstiegsfeier mit der Videokamera, ne? Das ist klar. Es ist doch ganz klar. Ich meine, ich komme ja nicht vom Mond oder irgendwas, aber ich denke, man muss doch nicht so eine Radikalbremsung machen in der ganzen Vereinspolitik, so alles so radikal umkrempeln und dann alles mit der Begründung zu sagen, ja, das ist halt so, weil man jetzt halt professionell die dritte Liga halt. Ne? Gut, alles klar, ich unterlasse das, ist kein Ding, ich halte mich an die Regeln, ich will auch nicht, dass meine Dauerkarte einfach zerknickt wird, ne? Das wäre traurig, ich liebe meinen Verein und ich will noch weiterhin sehen. Okay, wie gesagt, ich habe alles gesagt jetzt zu dem, ne? Nochmal Domenico, scusi, ne? Wenn du das irgendwie krumm genommen hast, ist es einfach eine Reaktion darauf gewesen, wie du mich behandelt hast, mehr, ne? Und vielleicht denkst du auch mal drüber nach. Ich bin noch nicht mal sicher, dass der Mann das vielleicht mit 300 Leuten, 400 redet der am Tag da, ne? Ob der mich überhaupt wahrgenommen hat oder realisiert ist. Es kommt ja auch mal öfters vor, dass so Leute wie ich sowieso nicht wahrgenommen wäre, überhaupt mal grundsätzlich nicht. Okay, ne? Ich denke, wenn wir alle an dem Strang ziehen, ne? Ich weiß, dass alle SVW-Mitarbeiter, und ich möchte mich auch nochmal bedanken, alle SVW-Mitarbeiter, egal ob Ordner, angefangen von der kleinsten Tätigkeit bis zu den wichtigen Tätigkeiten, in Anführungsstrichen wichtigsten Tätigkeiten. Ich weiß, dass diese Menschen Übermenschliches leisten für fast kein Geld. Und ich weiß das auch, weil ich solche Leute privat auch kenne. Und wenn wir alle an dem Strang ziehen, der Vorstand, die Fans, Mitarbeiter, Und die Spielertrainerstab, alle, dann schaffen wir das große Ziel, Klassenerhalt. Ne? Und, aber nur zusammen. Nur es geht nur gemeinsam. Okay? In diesem Sinne sage ich mal Tschüss. Später kommt das Magdeburg-Video. Ich hoffe, es ist jetzt alles soweit geklärt. Ne? Es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ne? Also entspannt euch, freut euch. Morgen ist Magdeburg-Spiel. Ich hau noch raus, ne, mach noch ein Video, wie gesagt, also über Magdeburg geschrieben ist es schon. Danach seid ihr dann informiert, wie Magdeburg vielleicht hier auftritt, ne, wie wir vielleicht auftreten. Ne. Ich habe auch immer so eine eigene Wunschaufstellung, ne, die ich dabei bringe, meine Tipps, die das letzte Mal, wie gesagt, Katastrophe waren.
Nicht nur, dass ich einen vergessen habe. Und wie gesagt, ne, kommt einiges auf euch zu, was ganz witzig ist. Ne. Auf jeden Fall seid ihr danach informiert, wo Magdeburg liegt, wie das Wetter ist und was auf euch da in einigermaßen zukommt. In diesem Sinne, der Lieutenant Dan sagt, viel Spaß, heute einen schönen sonnigen Tag, bleibt gesund, alle SVW-Mitarbeiter, bleibt gesund, genießt euren schönen Tag, arbeitet schön für Blau-Schwarz, ich sitze hier auch und arbeite für Blau-Schwarz, ich kriege keinen Cent dafür und trotzdem. Also, in diesem Sinne, ich liebe euch, danke nochmal wirklich an alle, die abonnieren. Ich kann es nicht, ich verstehe es noch einfach nicht, ich dachte, das wird eine Sache von 100 Leuten, aber wie gesagt... Und wie gesagt, schaut mal nochmal beim Nino vorbei, der hat irgendwie so ein geiles Computerprogramm. Ich muss wirklich, wenn ich mal sehe, muss ich wirklich mal anhauen, weil es bringt mich einfach um, dass ein Junge, der 12 Jahre oder 11, ne, da solche Dinger da abzieht, ne, und hat da eine tolle Einleitung und ich musste laufen, nur dumm rumquatschen die ganze Zeit, muss mir an den Ast labern, ne. Ich hätte auch mal gern so eine coole Einleitung, wo einer mit dem Rollstuhl nahe fährt und explodiert, ne? Oder irgendwas. Ne? Also der Junge, der macht irgendwie da ganz tolle Sache, der weiß auch, wie das funktioniert. Ne? Also muss er mir unbedingt im alten Sack mal zeigen, wie das funktioniert. Ne? Okay, alles klar in diesem Sinne. Ne? Guckt beim Nino vorbei, der freut sich. Abonniert alles, was um Waldhof geht. Ne? Umso mehr die Präsenz Social Media mäßig ja, da ist, umso mehr hat euer Wort auch Macht. Ihr seht ja, dass wir schon Macht haben, sonst würden nicht Leute von den Top 5 hier anrufen, abends bei mir auf dem Handy, zweimal um 8 Uhr. Okay, alles klar. Ich danke nochmal dem Anrufer natürlich, dass das so toll geklärt worden ist. Ne? Du weißt, die Person kennt mich, ich habe den höchsten Respekt vor dir, wir kennen uns jetzt schon länger, wirklich, glaube ich, seit einem Jahr. Ne? Wir haben uns immer unterhalten auf den Spielen und alles und du genießt das höchste Ansehen bei mir, ne? Und du weißt genau, ich bin kein Unmensch, ne? Aber du weißt auch, dass ich ein Mensch bin, der klare Worte trifft, wenn er sie treffen muss. Aber ich bin auch, wie gesagt, bei mir kann man auch rufen, mir mal was um die Ohren hauen, dann eine halbe Stunde. Ist kein Ding, ne? Wie gesagt, es war absolut konstruktiv, ne? In diesem Sinne, freut euch, Magdeburg kommt, ich komme, der Real Lieutenant Dan sagt jetzt wirklich Tschüss, und weil ich muss das Magdeburg-Video drehen, viel Spaß. Bis dann, viel Spaß, bleibt gesund, ciao!